Okay, das wird ein interessantes Set. Also ich glaube nicht, dass Nick das holen wird, weil, naja, Arthur ist schon sehr krass. Er hat auch die Practice gegen den Fasan. Das Falco-Matchup kennt er in- und auswendig wahrscheinlich. Also, ich will belieben in Nick Strad, aber so ganz realistisch. Nick Strad, wie schon gesagt, ein Italiener, der jetzt auch nach Berlin gezogen ist, glaube ich. Ich weiß nicht, wie lange er hier ist. Vielleicht ist er wirklich jetzt... Seit Corona, Seit Corona schon? Ja, krass. Da hat er vielleicht einfach spät die Szene entdeckt. Ja, Nick Strad ist auf jeden Fall auch richtig, richtig gut. Wie halt, das wäre nicht bei den Playoffs. Ja, auf jeden Fall. Aber so Arthur... Anderes Kaliber. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube wir zumindest. Vielleicht beweist uns Nick Strad was anderes, aber... Ja, ich würde es hoffen, aber ich weiß halt leider auch, dass Nick Strad das letzte Set gegen G-Pipes verloren hat. Und jetzt gerade denken wir auf jeden Fall, dass Karon echt noch ein Stück über G-Pipes ist. Also das wäre echt hart. Ja, Arthur ist halt ein Contender, so das Turnier eventuell zu gewinnen. Ja. Also er ist nicht umsonst so zweiter Seed. Ist halt auch wahrscheinlich gerade so Top 5 Deutschlands. Ich meine, wer ist so über ihn? Niki... Kinso, Riggs. Ja. Vielleicht. Und das war's eigentlich. Vergessen. Vielleicht King wegen den letzten Performances, aber ich vielleicht weiß nicht. Vielleicht King und Asta. Ja, so. Ja. Also Asta ist halt gerade auch insane. Aber so, das sind halt alle so, ich komme Top 8 in einem EU-Major, Leute. Ja. Und danach kommt halt eigentlich schon Arthur. Das ist true. Mir fällt auch gerade auf, dass Deutschland ja richtig spacey-heavy geworden ist, oder? Also ja, die ganzen Peaches gibt es einfach nicht mehr. Ich habe letztens gegen Blaze gespielt auf Netplay, das ist anscheinend wieder... Ja, Blaze ist wieder aktiv. Der hatte, glaube ich, auch Handprobleme. Ah, okay, scheiße. Und hat dann halt auf die Frame 1 geswitcht und hat halt so zwei Buttons umgetauscht. Ja. Und dieser Button-Remapper, der kam halt nie also für Offline-Melee raus. Also Rektober hat da viel zu lange gewartet damit. Und deswegen konnte Basti halt so keine Events attenden, weil halt sein Button-Layout offline nicht klappt. Ja, das ist natürlich Mist. Aber jetzt, wo das geht... sieht man ihn halt auf sehr vielen Turnieren. Der ist bei den Hive-Sachen da, der ist heute beim Spino Invitational, der geht auch zu dem TGM in Mainz. Okay, stark. Also den sieht man wieder. Und auch so andere Peaches, Kellner, kommt zur Hive-Mess. Ja, der ist auch wieder am Start, geil. Ja, das ist auf jeden Fall richtig nice. So, Hans gibt es leider, glaube ich, nicht mehr wirklich. Ja. Als ich angefangen habe, da war die Top 10 in Deutschland noch mit 3 Peaches belegt. Ja, war ja Fax. Fax, Blaze und Kelvin. Ja, okay, Fax, Blaze, Kelvin. Ich wollte gerade Dennis sagen, Dennis war ja immer ein bisschen darunter, ne? Ja, aber trotzdem 4 Peaches in Top 15, 20 oder so. Ja. Und jetzt sind die meisten halt einfach weg. Wow. Nächstes Mal wird ein starken Stock. Ich habe leider noch gar nicht aufgepasst, aber same. Jetzt müssen wir das Game weiter. Ja. Also ich bin sehr beeindruckt, ja. Also Nächstes Mal ist auch echt ein schlauer Spieler, ne? Das sieht man immer gerne. Ja, auch schöne Execution. Oh Mann, aber das ist hat er aber falsch. Ja, das ist halt ein Mixer. So. Da kann man nicht viel machen. So. Entweder die Eisos rein und dann kommt, glaube ich, halt irgendeine Aerial oder so. Ah, da ist auch noch ein Stock. Mhm. Ja, dann muss man halt wirklich den Sweet Spot hitten. Super schwer, aber muss man sich einfach mal zusammenreißen. Schön. Ja, was macht er draus? Mhm. Backer. Ja. Ich glaube, da kann man auch nicht mehr so viel machen, wenn er mal so auf Top-Plattform ist. Ja, das stimmt. Kannst du so eine Bäcker reinbuttern, aber da hört's auch auf. Ja, aber nächstes Track schenkt ihn eigentlich auch gar nicht so viel. Also jetzt beim Edgeguard schon, aber also der zweite Stock hat ihn schon ein bisschen getroffen. Ja, okay. Das war schon kostenlos. Sagen. Ich meine so Neutral auch so seine Falling Down ist und so, macht sie alles aus seiner Range, wo er nicht einfach gedashed und scrapped wird for free. Das ist einfach sehr schön. Schönes Forward Tilt. Aber kann er Marv Edgeguarden? Nein. Marv Edgeguarden ist einfach so hart. Ist ein Mythos. Es geht legitim. Leute beschweren sich, dass Spacey Recovery zu gut ist, aber Marv, er ist der wahre Feind. Ja, ich finde Marv auch super schwer. Ich kann eigentlich bloß diesen Crouch Cancel Down Smash dann erkannt und wenn er Marv Sweet Spotten, bin ich halt wirklich am Arsch. Da muss man vielleicht neue Optionen suchen. Oh, schöner Laser Grab. Ja, das ist schwer, was draus zu machen. Ja, das ist ein. Was für eine DI, aber. Er lebt noch? Okay, das war oh krass. Mein Gott. Ja, die Sweet Spot hat kaum Sinn. Ich glaube, es hätte auch von der Ranger einfach nicht mehr gereicht on Stage wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ah ja, hat er den Weight Dash gemisst. Ja, kann man pushen in die Corner. Er kommt einfach nicht aus der Corner. Ja. Das ist halt auch so hart gegen Marv, so aus der Corner zu kommen, wenn er halt so einfach diese Ranger und sein Schwert schwingt. Ja, Marv muss ja auch gar nicht so richtig committen, ne? Also er kann so ein bisschen nach vorne driften mit der Nair und mit dem Forward Airs, so aus einer Range, wo Falco ihn nicht direkt whiff punishen kann. Mhm. Muss Falco warten und dann einfach das Mixer weiterspielen.
Aber ein guter Anfang von Nick Strat, aber leider immer noch ein Two-Stock für Artus. Sieht sehr schwer aus. Man kann einfach nichts machen. True. Es ist unmöglich. Schöne Tech-Chases. Ich wusste nicht, dass Arthur die hat. Finde ich aber auch ziemlich cool, was halt Marv mittlerweile angefangen haben. Nicht immer so für diese Up-Airs und dann für die Plattform-Tech-Chases zu gehen, weil vor allem die meisten Spaceys heutzutage können halt auch einfach die Up-Air-Slide offen von der Plattform. Deswegen fangen sehr viele Marvs jetzt an, wenn die das Spacey bei Percentages, wo er auf der Plattform landet, halt einfach mit einem F-Roll zu machen, dann weiter für diesen Tech-Chase zu gehen. Ja. Und leider ist die von Arthur. Davor aber leider auch schon zwei Stocks von Nick Spread genommen. Ja, das waren sehr schnelle Stocks. Ja. Der Nick Spread spielt das richtig schön. Also ich mag es total gerne, sein Huschel zuzuschauen. Schönes Upsilt, aber leider gar nicht so ein guter Trade. Oh, dieser Grab war richtig nice. Also jeder andere Spieler hätte da irgendeine Aerial von Arthur erwartet. Ich auch. So eine Panic, keine Ahnung, fair oder so, weil er gerade irgendwie über ihm ist. Aber nee, Arthur weiß, dass Nick Strat drauf wartet und grabbt ihn einfach. Ja. Er ist einfach zu klug. Also ich finde Nick Strat spielt gar nicht so schlecht, aber der Stock sagt was anderes. Ja, also Nick Strat ist voll gut, aber so. Arthur, diese Power Shields. Arthur, seine Conversions sind einfach viel zu gut. Ja. So, wenn er mal einen Punish kriegt, dann ist Nick Strat halt tot. Das ist auf jeden Fall wahr. Schönes Forward-Tilt. Ah, hätte down-tilten müssen, ne? Ah, weiß ich nicht. Hätte vielleicht auch nicht getroffen? Nee, also. Nick Strat hätte halt viel früher seine Zeit gemacht, wenn man hätte es halt nicht getroffen, dann wäre Arthur halt gehittet davon. Und wirklich drauf reacten kannst du nicht. Ja, das stimmt schon. Und da hat Arthur halt das wahrscheinlich safer Play einfach gemacht und einen Jab gemacht. Aber man kann ja mal in dem Sinne drauf reacten, dass man sich sozusagen auf die Option vorbereitet und dann halt A drückt, ne? Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, so ein Soft-Read. Genau. Schöner Punish. Aber es macht nichts Red. Ja, diese Nähe an die Corner rein, ne? Ist echt schwer für Falco. Hat trotzdem noch sein Dash-Dance damit getroffen und den Stock genommen. Schön. In die Corner genährt und nicht gepunished worden. Das sieht man nicht auf. Ja, das sieht man wirklich nicht auf. Wie Arthur auch zu sagen pflegt, wer in die Corner nährt, bestraft das Leben. Naja, doch so recht damit. Das kennt wahrscheinlich jeder Spacey, wenn man richtig stupide einfach so in die Corner reinrennt, Marv irgendwie rollt und sich auch einfach Shield-Grab und du stirbst. Wie viele Sets Arthur damit schon gewonnen haben, sind unzählig. Aber auf jeden Fall die Schuld der Spaceys, wir lernen einfach nicht draus. Und okay, Counter? Nee, noch schlauer. Ja, jetzt wo die Marvs anfangen zu downern, weiß ich auch nicht mehr, was man machen soll. Okay, ja, das die ersten zwei Games sahen noch aus. Okay aus, aber jetzt, das sieht nach Liegestütz aus. Und ich bin auch ganz klar ein Verfechter von, Dreamland ist die beste Marv-Stage. Ich weiß nicht wieso, aber jedes Mal, wenn man irgendwie auf Dreamland geht, wird man komplett vernichtet. Ja, also ich mag Dreamland, aber ich weiß nicht, ob es ein guter Counterpick ist. Vielleicht hätte er nochmal Yoshi gehen sollen, vielleicht Stadium. Ich finde Stadium auch gut für Marv, also. Ja. Und es ist vorbei. Wow. Das und dann Liegestütze, das habe ich nicht erwartet. Sehen wir Liegestütze jetzt? Na, ich glaube, Nick Strat ist da noch nicht ganz drauf vorbereitet. Ich weiß nicht, ob er schon von den Liegestützen gehört hat. Wahrscheinlich schon. Das müsste er schon wissen, aber. Aber wir werden jetzt auch hier niemanden dazu zwingen, Liegestütze zu machen. Das kommt von einem selber. Ja. Außer Dennis schaut zu. Ja, aber schönes Set. Also Arthur sieht auf jeden Fall heute sehr prepared aus. Mhm. Vielleicht einfach nur das Falco-Matcher, aber ich freue mich auch total auf Niki gegen Arthur, falls sie sich im Bracket treffen. Also, wenn Arthur halt so als Bruder so einer der besten Falcos in Deutschland hat, ist wahrscheinlich gute Preparation für Nick Strat. Vielleicht habe ich das auch davor einfach nicht so richtig bemerkt in den Sets, jetzt in den früheren Jahren, letzten Monaten, aber ich habe gar nicht gemerkt, dass Arthur die Power Shield so hart gegrindet hat. Also, er hat richtig viele gehittet in dem Set. Hat er? Das habe ich gar nicht bemerkt. Ja, also nicht allzu viele, aber schon genug, dass man es sieht. Naja, war schön. Wo ist die Frage, was jetzt als nächstes kommt? Wollte ich gerade schauen. Vielleicht auch noch von einem anderen Pool, was? Ich weiß halt gar nicht, wie viele Pools-Matches wir haben, weil die Pools sind halt relativ klein. Wir haben halt 4 Vierer-Pools. Ach so, okay. Also jeder spielt 3 Sets und dann ist die Gruppenphase vorbei. Man muss halt dazu sagen, die Gruppenphase ist halt nicht so wichtig, ist halt nur für sie. Ich denke, hier wird keiner rausgehauen oder so. Ja. Aber dann bekommen wir dann wahrscheinlich 4 Matches on Stream, hatten jetzt 2. Wahrscheinlich also immer schon, das Beste sozusagen aus dem Pool, also die höchsten Seeds gegeneinander. Dann fehlt noch Nikis Pool, würde ich sagen. Also, Maxi Dennis. Oh, Maxi Dennis, warte, die sind zusammen und Niki Boff Target gibt's noch. Okay, oder Cheap Heights, je nachdem.
Oh ja, ich, wahrscheinlich Nicki G-Pipes, glaube ich. Mein, G-Pipes hat es verdient nach gestern. Ja, auf jeden Fall. Da bin ich auch sehr glücklich mit. Also ich mag G-Pipes auch total gerne. G-Pipes und ist super der Homie. Ja. Auch noch gar nicht so lange hier. Ich glaube erst seit 2 Monaten. Vielleicht auch länger. Boah, keine Ahnung. Ja, ich kann es auch nicht sagen. Ja, aber Maxi gegen Dennis würde ich sehr, sehr gerne sehen. Ja, das wird halt richtig close. Ist der Jedo-Klassiker, obwohl sich jetzt die letzten 2-3 Jedos nicht im Bracket gesehen haben. Der Jedo-Klassiker ist Dennis gegen Jan. Ja, okay, so das ist eigentlich der richtige Klassiker. Das dauert immer den Bracket. Aber dafür meistens Game 5, also kann man sich schon anschauen. Es ist aber einfach so lang. Die Leute sind schon irgendwie so Winner-Semi. Ja. Ich spiele immer noch Round 1. Das ist true. Ja, ansonsten Nicki G-Pipes würde ich auch gerne sehen. Also natürlich glaube ich nicht, dass G-Pipes das gewinnen wird. Aber ich würde trotzdem mal sehen, was er da schafft. Dann Pastocks, Pazuzzi-Kombos. Vielleicht sehen wir das. Könnte drin sein. Hey Jonas, was haben wir als nächstes? Okay, wir müssen noch ein bisschen warten. Wenn nicht, weißt du, in welchem Pool Lele ist? Weil vielleicht hat er ja den Marv-Pool. Er ist bei Dennis und Maxi auch. Oh, okay, das ist rough. Und wir kriegen auch das Rematch von gestern, Lele gegen Magic, im gleichen Pool. Ah, was? Okay, krass. Aber es wird wahrscheinlich aufs Grundteil, oder wissen wir nicht. Sehen wir. Ja, wahrscheinlich nicht, würde ich mal tippen. Also, ich glaube, wir bekommen nur die besten Seeds. Außer natürlich, wir kriegen dann immer 2 Pools-Matches pro Pool, aber ich glaube, wir haben gar nicht so viel Zeit. Ich weiß gar nicht so. An sich hätte man genug Zeit dafür, aber... Ich weiß ja auch nicht, wie die Schedule genau ist. Ja, das stimmt. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Jo, was geht, Chat? Haben wir eigentlich Zuschauer? Wir haben 10 Zuschauer gerade. Ja, Yellow Number ist doch okay. Wir haben auch ein Abo geschenkt bekommen. Doch einfach nur ein Abo von Lennyboy. Vielen Dank für den Sub. Lennyboy69, ja, nice. Das geht gerade nicht so viel im Chat. Man hat auf jeden Fall Peach Down Smashes. Ja. Die sind lecker. Aber ich höre gar nicht, welche Stage. Das hört man leider nicht. Okay. Wie lange ist der eigentlich geplant? Nee, Schedule steht hier nicht. Wir haben hier noch so einen Plan. Um 15, 16 Uhr ist Pause. Ist bis dahin Pools angesetzt? Kann das sein? Ja, wahrscheinlich. Und danach kommt dann ein Bracket? Ja, das könnte gut Sinn ergeben. Wir sind ja noch aber 16 diese Leute. Pools soll ja schon fast durch sein, ja, eigentlich. True. Das geht, glaube ich, ziemlich schnell. Ja, wir haben noch 2 gute Sets auf jeden Fall. Die warten auf euch. Bloß die Frage, wann die kommen. Ja, wir haben ja Zeit. Na, true. Ja, wenn... Wenn nicht, geht vielleicht auch Magic heute auf den Run. Der wurde ja auch gestern Dritter beim Arcadian. Leider dann gegen Lele verloren. Die italienischen Bruder. Aber ich glaube, er zeigt sich langsam echt besser. Ich fand ihn schon die ganze Zeit richtig underrated. Halt bei Jedos hat er halt auf jeden Fall immer ein bisschen schlechtere Performance für sein Skill-Level. Also würde ich zumindest sagen. Aber ich würde gerne sehen, dass er heute auch noch ein paar Upsets reißt. Ja, aber weil in letzter Zeit ist Magic richtig gut. Also der hat auch so beim vorletzten Jedo, glaube ich, auch Luma besiegt. Oh ja, das stimmt. Ja, nice. Ja. Der hat auch schon mal einen Set-Win gegen Jan. True, der hat gestern bei der Kill den Koro besiegt, das hätte ich nicht erwartet, muss ich sagen. Ja, true. Der Koro ist auch insane, auch wenn er jetzt Game Watch spielt. Der Game Watch ist cracked. Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte Schiss gehabt, gegen ihn zu spielen im Bracket. Also ich meine, ich war ja nicht im Bracket, aber. Nee, man, gegen Game Watch habe ich Angst, man. Okay. Lenny Boy freut sich auf Dennis. Ja, mit nice. Wir auch bald Dennis. Wäre ziemlich cool. Ich kann mal schauen, ne? Ja. So, in der Venue abgeht.